Es ist mal wieder Zeit für den Frei für alle Freitag. Nummer 7. Wir spielen mit der SWAT 40 oder 40 oder was weiß ich, ist mir eigentlich egal. Ist eine richtige Scheißwaffe. Wir joinen in das Game rein und das Ziel ist natürlich zu siegen auf Point de Oak. Nice! Oh mein Gott, was macht er hier? Er jumpt mit einer Schrotflinte mir ins Gesicht und jumpt noch einer von oben ihm ins Gesicht und wow. Ah, die Waffe ist so räudig. Ah! Kriege noch eine Krise, Mann. Ich spiele jetzt so lange für alle Freitag, bis ich einen Sieg mit der scheiß Waffe. Komm, komm. Oh, hier, Granate. Zeit für Runde 2. Frei für alle Freitag mit der SWAT. Ja. Scheiß Waffe hier. Saboteur dabei, dass wir das Sprengkommando hier auch ausführen können. Was ist denn das hier? Vier Regler und Schalter. Kann ich nichts bedienen. Waffe erstmal angucken. Hier. Prachtstück. Bringt aber nichts. Geil aussehen tut sie ja, aber ist halt richtig räudig, das Teil. Kommt da einer? 3, 2, 1, 9. So. Hopp, da ist er. Einmal getroffen. Vorletzten Schuss, ich hätte gekotzt, wenn ich den jetzt nicht geholt hätte. Aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Ah, hab ich dich. Oh, Waffen, Stufenaufstieg. Damit holen wir uns jetzt den Sieg in der nächsten Runde. Diese Runde wird es wohl noch nichts werden. Oder? Boah! Jetzt geht's langsam ab hier. Sprengkommando. Oh! Den zerreißt. Jetzt! Erstmal hinlegen, nachgeladen und weiter geht's. Hier. Boah. So. Nächstes Opfer haben wir auch. Jetzt ran alle die Sword, ja? Jetzt ist hier hoch. Kann da hoch oder kann man da nicht hoch? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das ist ein neuer Weg. Den muss ich kennen. Jawohl. Jetzt läuft es doch. Ich möchte. So, das ist die Quittung. Du auch. Ciao. So. Yes. Oh. Das war ja praktisch. Oh. Nice. Wo kommt der denn? Egal, immer noch ein locker Erster. Ja, turn on so halb. Also das war ein bisschen fake, muss man dazu sagen. Jawohl. Pyrotechnik wieder am Start. Wieder schweres Kapitel gerade, den da wegzuholen. Yes. Vielleicht. Der ist tot. Und der ist tot. Nice. 20 Kills schon. Ah ja, ich glaube die Runde wird easy. Ich habe genau gesehen. Adlerauge. Adlerauge. Ist gelegt und weggeholt. So ist es schön. Nice. Nice. Gut. Theorie wird langsam hier. Da kommt die PUBG-Krankheit. Frankfurt ist genau auf dem Gegner. Siehst du nicht? Vor allem Kreuz 20 Kilometer neben Gegner. Jo, Headshot. Alles klar. Hast du überhaupt ein Frankfurt installiert? Lass das doch einfach weg. Oh. Der will Pyrotechnik haben. Wie gesagt, wird keine schöne Runde, aber für einen Sieg reicht. Oh, sogar einen Kill gemacht. Aber nicht denjenigen, den ich killen wollte. Headshot! Passt. Jo, da ist der Sieg! Ganz easy win! 30 zu 21, 10 Kills Vorsprung mit dieser guten Waffe. Das ist okay. Das
ist okay, schon in der zweiten Runde. Ich habe echt gedacht, es geht länger. Ja, nächstes Mal wieder besser, ne? Nächstes Mal. Aber ist ja egal. Man kann nicht immer alles haben. Man kann nicht immer alles.